Couch TV. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Loves you, baby. Baba Boy. Einer der Mysterien dieser Zeit ist ja, wenn es wochenlang frostig ist und man am ersten Tag, an dem es einigermaßen mild ist, länger lüftet, da hat man sofort eine Fliege im Zimmer. Wie kann das sein? Wie können die bei Frostgraden überleben? Jetzt hat sich's ja einigermaßen eingependelt für ein paar Tage und es ist vorfrühlingshaft. Aber das war in der Zwischenzeit eisig und nix, kein Vogel zieht. Die sitzen zurecht genervt und gucken missmutig, genauso wie ich wahrscheinlich. Aber die Fliegen sind ruckzuck im Zimmer, wenn man das mal aufmacht. Das ist ein Phänomen, was ich nie verstanden habe. Ebenso wenig habe ich verstanden dieses übertriebene Selbstbewusstsein von Firmen. Ich bin zum Beispiel kein Fan der Firma Braun. Nie besonders gute Produkte von Braun gehabt. Da gibt's ein paar Firmen. Sony zum Beispiel mag im Profibereich bei Kameras gut sein. Alles, was ich von Sony hatte, war totaler Schrott. Jetzt habe ich eine Werbung gesehen von der Firma Braun, die nie ausstehen kann. Die haben nur Müll gebaut. Ja, es gibt gute Firmen wie Panasonic, finde ich, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Acer, ja, da kaufe ich immer die Computer. Also ich hatte mal Toshiba, totaler Dreck. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die so ein Dreck sind. Und jetzt die Firma Braun kommt jetzt großmäulig daher mit dem Spruch, wir bei Braun glauben, dass gutes Design langlebig sein sollte. Ja klar, langlebig, aber das heißt ja nicht, dass wir uns dran halten müssen. Oder sind die jetzt deutlich besser geworden? Die haben teilweise so ein ungutes, bei so Kleingeräten, da haben die ein ungutes Monopol und ich kann das nicht unterschreiben, dass das eine gute Firma ist. Aber ich will dem Zweifel einräumen, vielleicht haben die sich drastisch gebessert. Nur man ist halt so markentreu, wenn man mit Firmen gute Erfahrungen hat. Zum Beispiel die Firma Philips, da habe ich 2 oder 3 Geräte. Die Produkte sind nicht glamourös, aber das hält ewig. Ah, und es gibt einen neuen starken Abnehmer für CouchTV zu begrüßen, Seattle, Washington. Hey now! Pump it up, y'all! Go! Hey now! Poke! 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 Mir ist es rätselhaft, dass CouchTV in Amerika so gut läuft. Ich hatte am Anfang gedacht, das kann nur ein Fehlklick sein. Die denken halt, das ist ein amerikanischer Podcast, weil das ja auch nicht gleich so deutlich wird. Aber wenn das dann permanent so bleibt über Monate, dann kann man nur eigentlich nur davon ausgehen, dass das deutschsprachige Hörer sind oder User, wie ihr flippigen Gen X bin ich das? Gen Zero, Coke Zero, wie heißt es, wenn man Millennium, Millennialisten oder was weiß ich sein. Also wie es auch sei, umso besser, ihr hört den internationalen Podcast. Ja, aber ey, ihr bringt mich auf tolle Ideen. Ich muss noch mal die Seite finden von dem Vogel, den ich kannte. Auf dessen Seite war ich nur, weil ich irgendein Datum nachgucken wollte. Und dann hat der seine Seite, seine Homepage, hat der in einem Englisch formuliert, wo ich nur lachen musste. Ich hab's aber verlegt. Das muss ich nochmal sehen, ob ich das rausziehe. Das muss ich euch, wenn das Leute sind, die in Amerika wohnen, das müsst ihr euch anhören. Das ist so, also nichts dagegen, wenn man kein Englisch kann, aber wenn man so großmäulig und so protzig daherkommt, so, und vor allen Dingen, der ja nichts in Amerika zu tun hat, der hat den, lokaler geht's nicht mehr bei dem, aber er muss es auf Englisch dann da formulieren. Oh, wartet. Und beim internationalen Thema, da ist ja auch die Schweiz ein Thema, von der ich ja bis letztes Jahr ein gewaltiger Fan war. Ich finde dieses Durchfahren, okay, wenn man schon zahlen muss, dann ist es doch praktisch, wenn man da einmal zahlt, dann muss man sich da und anhalten, so wie in den anderen Ländern, wobei das ja letztlich auch nicht so schlimm ist. Zum Beispiel in Frankreich, da ist es ja, wenn man auf der Südroute fährt, das sind ja fantastische Autobahnen. Ich zahle da ganz gerne, weil das ist klasse Fahren, die sind leer.
In der Schweiz fand ich das gut, dass man einmal zahlt, dieses Wappel da, ich weiß nicht, 25 Euro umgerechnet, und dann fährt man da durch. Dann habe ich ja festgestellt, dass das Fahren da eher, also zumindest in der Hochsaison, ist das da stressig, weil viel gebaut wird und weil die ja auch keinen Platz haben, da ist es eng. Also die haben fast nur zweispurig und wenn dann gebaut wird, ist nur einspurig, genau wie hier eigentlich. Das ist der anstrengendste Teil, wenn man da nach Süden runterfährt in der Schweiz. Jetzt ist es so, ich habe den Wagen immer noch nicht verkauft, weil das ist ein spezielles Angebot für Leute, die einen hochwertigen Transporter wollen. Die meisten Leute wollen halt nur irgendwie so eine schrottige mit Schaltung und den man rumtreten kann und so. Und das ist der halt nicht. Das ist ein Luxus-Van, den musste ich ja so nehmen, weil ich konnte mir ja nicht irgendeine Drecksschleuder kaufen und die dann unterwegs schlapp macht oder nicht am Berg zieht und so weiter und so weiter. Jedenfalls habe ich dann versucht, in so Schweizer Verkaufsplattformen reinzukommen. Und das ist ja zickig. Die stellen sich ja an, die Schweizer, meine Güte, und dann muss man da irgendwas nachweisen und dann schreiben sie einem, wie er uns ist bei der Prüfung ihres ihrer Annonce aufgefallen, dass das ein ausländisches ist und wir sollen da was nachweisen oder das ist leider nicht erlaubt. Meine Güte, stellen die sich an. Also ich weiß nicht, dieser gute Eindruck, der schwindet langsam, weil das so unnötig piefig ist. Das kann doch dem egal sein, ob ich jetzt im Nachbarland bin oder in der Schweiz, wenn einer unbedingt so ein Auto sucht, das kann doch dem Anzeigenportal völlig egal sein. Unangenehm, richtig unangenehm. Und unangenehm sind auch diese Leute, die nicht warten können, bis sie mit ihrer Beschwerde dran sind. Ich bin also am Einräumen, die Lady an der Kasse, die rutscht es drüber und dann höre ich hinter mir die Stirn. Hallo, Sie haben hier einen Fehler gemacht. Ja, ich hatte das nur einmal, aber Sie haben es zweimal berechnet. Ist schon klar. Wenn was ist, kann man das ja sagen. Und das ist ja bei den Supermärkten nie ein Problem. Aber man muss halt warten, bis man dran ist. Weil was erwartet sie? Dass sie jetzt die Kasse ist, ich muss einmal bezahlen, dann wird ihr Problem bearbeitet. Und dann nimmt sie meinen Fall wieder auf. Sie hält den ganzen Verkehr auf. Hinten warten Leute. Ich bin schnell, so schnell wie man sein kann. Ich räume weg. Und ich stehe da. Ich habe viele Vorfälle gehabt, wo ich die dann sofort angeschissen habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. Durch erstens guten Einfluss und zweitens aber auch, weil es nichts bringt, weil diese Idioten, die kannst du nicht erziehen, die machen das immer wieder. Aber man müsste als Erwachsener wissen, wie das System der Kasse funktioniert. Das heißt, die Kassenfrau hat keine Möglichkeit, ihren Fall jetzt zu bearbeiten und da irgendwas zurückzugeben. Aber sie musste jetzt, weil sie es gerade gemerkt hat, war sie so empört und ich meine, Fehler passieren und das war bei Lidl, wo sowieso wenig ist. Wann habe ich bei Lidl schon mal irgendwie ein Problem? Das hast du oft bei diesen komischen Supermärkten wie ja, Penny oder was ich neulich erzählt habe oder Rewe hat's öfter, nicht meiner hier jetzt nicht so oft, Edeka, da hast du es oft, dass da irgendwie was anders berechnet wird. Erstaunlicherweise immer zugunsten des Supermarkts. Das ist das, was mich stutzig macht. Die verrechnen sich nie zu ihren Ungunsten. Also diese Keule platzt jetzt dazwischen. Die Frau weiß jetzt, sagt ja, Moment, natürlich, was soll sie sonst machen? Und dann bearbeitet sie das von der und streicht da irgendwas aus und gibt ihr irgendwie Geld zurück. Was ist völlig in Ordnung, dass man da was sagt? Warte halt, bis die fertig ist, wenn das dann wirklich mal angemessen ist. Und platz nicht wie so ein dummes Kind dazwischen. Oh, ist das fürchterlich. Also die Leute sind so dumm, das gibt es überhaupt nicht. Und das sind alte Leute, Erwachsene, die 50 Milliarden mal eingekauft haben. Ah, apropos Idiotie. Habt ihr von dem Fall von dieser Idiotenfrau gehört, die sich die Haare mit Superglue festgeklebt hat? Das heißt, dort Gorilla Glue ist aber dasselbe. Es gibt doch diese Superkleber, die so kleben, dass du es auch von der Haut nicht mehr abkriegst. Und die hat sich dieses Idiotenweib in die Haare geschmiert und jetzt will sie die Herstellerfirma verklagen. Ich sage, warum, wenn man so dumm ist, damit an die Öffentlichkeit gehen? Wenn einem das passiert, da ist es einem peinlich, da senkt man das Haupt in Scham und dann rasiert man sich halt die Haare ab und wartet, bis sie nachwachsen. Da geht man nicht an die Öffentlichkeit. Deswegen sage ich, diese Frau muss entweder eingeliefert werden oder sterilisiert werden. Auf jeden Fall muss die aus dem Verkehr gezogen werden, weil die darf Kinder sowieso nicht, aber die darf kein Haustier haben und die darf noch nicht mal eine Schildkröte oder eine Echse haben, weil die zu dumm und zu gefährlich ist, sich die Haare festzukleben mit Gorilla-Glue.
Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr nach und nach mit Leuten zu tun habt, die Kinder haben oder selber welche habt, dann ist es vorbei, dass man jemanden trifft und sich unterhält, weil dann quatschen die Kinder immer dazwischen, weil den Satz, sei still, wenn sich Erwachsene unterhalten, den gibt's nicht mehr. Den habe ich mir immer anhören müssen, weil ich ja auch gerne immer dazwischen gequatscht hätte, aber ich wurde halt angepfiffen. Und heute dürfen Kinder quatschen, so viel sie wollen. Passiert mir jetzt in letzter Zeit, wo das Wetter wieder ein bisschen wird, treffe ich hier und da mal Leutchen und die haben ja alle Kinder. Ne? Ich habe ja keine, beste Entscheidung meines Lebens, dass ich nie welche wollte. Und Riesenkompliment an gewisse Frauen, die gemerkt haben, dass ich so ein armer Hund bin, dass da nicht ein Cent zu erwarten ist, weil ich so arm war früher, als das hier und da natürlich mal passiert war. Das war der einzige Vorteil, dass ich die ärmste Kirchenmaus war von allen und wie niemand geglaubt hat, dass ich eine gute Partie wäre und um Gottes Willen doch bloß nicht mit dem. Also ich war quasi nur ein Spielzeug ihrer Gefühle. Aber das war in dem Fall gut so, dass ich nicht diese für mich Belastung habe. Ich sehe völlig ein und ich kritisiere das nicht, wenn das andere Leute wollen. Für mich ist es nichts, war es nie, wird es nie sein und finde, dass ich ein besseres Leben führe als alle anderen, weil ich eben nicht dieser Serviceleistende für kleine Monster bin. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auf Partys mich schon glänzend mit Kindern amüsiert habe, weil die sind nicht kompliziert. Kinder und Hunde, da beim Hund wirft man das Störtchen und bei Kindern macht man blöde Zaubertricks und so, was ich halt so mache. Und ich glaube, dass, wenn das nicht so eklige, altkluge Gehirn sind, gibt's ja auch, dann komme ich mit denen klar. Aber ich muss das nicht 24/7 haben. Deswegen ist es für mich eine unglaubliche Wohltat, was mich zu dem Punkt führt, dass ja auch die Kinderlastigkeit in die Unterhaltung Einzug genommen hat. Das heißt, du siehst heute kaum noch Filme, in denen nicht irgendwie Kinder mit dabei sind, dass da irgendwie die Kinder die Motivation sehen, oder Frau, Ding, und sie hat Kinder und so. Die wenigen Sachen, die früher besser waren. Der Letzte sagt, alles besser. Aber das gab früher Filme, da fanden einfach keine Kinder statt. Das ist ja auch eine simple Nummer, dass jemand durch Kinder motiviert wird. Also wenn jemand Rache nimmt, da hat man ihm die Familie genommen, klar nimmt er Rache. Aber es ist halt faul, weil es muss auch noch andere Gründe geben, Rache zu nehmen, die genauso gut sind. Ist ein bisschen komplizierter. Man kann aber drauf kommen. Nur so sage ich, ja gut, der hat die Frau und die Kinder umgebracht. Das ist halt immer der Standard. Das gibt's ja seit den ganz frühen Jahren hier mit Charles Bronson. Ein Mann sieht roh, der hat die Frau umgebracht oder Kinder, glaube ich, umgebracht. Und dann nimmt er halt Rache. Wer das will, im Privaten völlig in Ordnung, nur in Filmen, in Serien muss das sein. Ist was anderes jetzt bei Modern Family, eine der bestgeschriebenen Serien aller Zeiten. Jedenfalls die ersten Folgen, am Schluss hängt es ein bisschen durch. Springsteen hat wohl Probleme mit so einem DUI, also Driving Under Influence heißt es. Allerdings schien mir das von Anfang an komisch. Es war so große Schlagzeile, der Boss mit Alkohol am Steuer erwischt. Und das ist nicht Vince Neil von Motley Crue. Das klingt überhaupt nicht nach Springsteen. Ich habe noch nie, ist der irgendwie unangenehm in diese Richtung aufgefallen. Keine Droge. Ich glaube, der raucht nicht mal. Das stimmt irgendwas nicht. Bin ich der Sache auf den Grund gegangen, dann war das wohl so, dass der Boss in Jersey, also sozusagen seinem Heimatstaat, er ist ja neben vielen anderen wahrscheinlich der größte Repräsentant des stolzen Staates New Jersey. Sein erstes Album heißt auch Greetings from Asbury Park. Und das war der Grund, warum ich nach Asbury Park fahren musste. Ein runtergekommener Badeort unten bei den Jersey Shores. Ach, Jersey Shores. Nicht, dass ich jetzt ableite zu diesen Jersey Shore-Idioten, die ich immer noch im Fernsehen sehe. Die sind jetzt Mitte 40 und noch immer dumm. Oh. Jedenfalls, der Boss sollte angeblich gefahren sein unter Dingseinfluss und nicht mit dem Jeep. Der hat ja so einen schlechten Werbespot gemacht. Aber das muss man ihm verzeihen nach all den guten Sachen, die er gemacht hat. Dann war es tatsächlich so, dass er mit dem Motorrad durch Jersey gefahren ist. Logischerweise haben ihn Leute erkannt und haben gesagt, ey, Boss, los, trink einen mit uns. Und weil er nicht unhöflich sein wollte, hat er halt einen Shot mit den Fans gezogen. Dies haben irgendwelche Wichtigtour-Bullen gesehen und sind sofort hin. Der ist überhaupt nicht gefahren. Und dann haben sie ihn pusten lassen, nur um sich wichtig zu machen. Oh, wir haben den Boss hochgenommen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Sinatra wurde damals, der mit deutlich mehr erwischt wurde, weil er hatte was im Blut, das man es gerade so messen kann. Also völlig harmlos. Er
ist nicht gefahren, war keine Gefahr, haben ihn die Wichtigtuerbullen hochgenommen. Meine Güte. Er hat sich im Grunde auch immer geweigert, weil er zu talentiert ist, einen Rambling-Song zu machen. Am ehesten kommt noch Hungry Heart in die Richtung I went out for a ride and I never went back. Weil ihr wisst, es war das Edikt in den frühen Jahren, dass Bands Rambling-Songs machen mussten. Ein Rambler ist ein Typ, der durch die Stadt zieht, die Frauen nagelt und dann aber auch wieder weiter muss. Das ist nun mal das Gesetz. Ein Rambling-Man, der ist nicht sesshaft, der muss dauernd unterwegs sein. Die Allman Brothers haben ihr gesamtes Repertoire darauf angelegt. Zeppelin hat Ramble On gemacht. Dylan hat eingemacht, der hat es ein bisschen mehr versteckt, aber dieses Don't Think Twice, It's Alright. Die Stones, pfiffig, haben zwar Midnight Rambler gemacht, aber Midnight Rambler, das ist ein Killer. Der Text ist irgendwie unklar. Also da geht's nicht um den Rambling Man, aber sie haben formal dieses Edikt erfüllt. So, das muss man vorausschicken. Jetzt wurde das natürlich nicht nur in den Songs thematisiert, sondern auch in Filmen. Und durch Zufall habe ich jetzt, weil mir das, weil jemand das noch hatte und der hat gesagt, du, ich schmeiß dir das alles weg, so Kassetten, ne, VHS-Kassetten, dann nur so Scheiße, was mit Don Johnson und Mickey Rourke, habe ich dann noch was gesagt, du hast doch nicht etwa Harley Davidson and the Marlboro Man, sagt er, ich glaube, so heißt der, sag ich, musst du mir geben. Ein Film, den ich dachte, der ungefähr aus 85 war, weil das die ganze Formalästhetik der 80er Jahre, also Höhepunkt der 80er war. Aber wie wir wissen, da haben ja die 80er nicht 1989 aufgehört, sondern die 80er zogen sich noch, ich würde sagen 92, 93 kam dann der Bruch, als dann mit Grunge sich alles geändert hat und auch diese Rock-Ästhetik. Also es hat sich alles geändert. Viele sagen, es war der Anfang vom Ende. Jedenfalls dieser Film, Harley Davidson and the Marlboro Man, handelt von zwei Rambling-Männern. Sie sind nicht sesshaft, sie sind Drifter im Wesentlichen und sie sind nicht von der Gesellschaft festzunageln, außer natürlich, dass sie sich nach großen Weltbrands genannt haben und sich gegenseitig auch mit diesen depperten Namen nennen. Der eine sagt zum anderen, weißt du, Harley, mein Vater hat mir immer gesagt, und dann sagt Harley, Marlboro, du kannst, ist ganz klar name gebrandet und es ist so schlecht, dass selbst der bisher als der schlechteste Film aller Zeiten genannte Showgirls dagegen wie ein cineastisches Meisterwerk gilt. Jetzt will ich nicht in diese Richtung was dabei, irgendeinem Sender, da sitzt der Dicke immer noch seit 30 Jahren und haut irgendwelche Z-Movies in die Pfanne. Das meine ich nicht. Ein Film ist schlecht, wenn er relativ teuer gemacht ist, also kein B oder C oder in dem Fall Z-Movies, die mit schlechten Effekten, sondern die haben das ernst gemeint. Und nur dann ist es lustig. Da gibt es eine ganze Reihe von. Da gibt es dieses Roadhouse. Ich weiß nicht, ob der Deutsche einen anderen Namen hat. Bei dem nächsten weiß ich, der ist es Point Break mit Keanu Reeves. Gefährliche Brandung. Dann natürlich Stallone, Cobra. Alles Filme, die eigentlich ernst gemeint sind. Und ich sehe die ganz gerne, weil die eben diese Zeit so reflektieren und so unfassbar schlecht sind, dass man sich nur amüsieren kann. In dem Harley Davidson and the Marlboro Man, da waren die beiden Typen Rourke und Johnson auf der Höhe ihres Ruhms. Johnson war jetzt gerade wohl fertig oder in der Schlussphase mit Miami Vice. Mickey Rourke war im Grunde Bruce Willis vor Bruce Willis. Ich habe die auch am Anfang immer verwechselt. Dann war der wohl irgendwie schwierig oder vielleicht war er auch einfach nur konsequent, weil im Filmbusiness sind so viele Arschlöcher, dass ich das gut verstehen kann, wenn der sich mit denen nicht arrangieren will. Es ist alles unlogisch. Es fängt schon an, dass der Rambling Man Harley eine Frau verlässt. Und zwar sehr früh am Morgen, weil wir wissen das nicht. Er verlässt sie halt einfach und sie schaut ihm traumhaft nach, weil was ist besser als einen Traumtyp zu haben, der nichts arbeitet, semi-kriminell ist und die ganze Zeit auf seinem Moped rumfährt. Die Handlung ist banal. Sie wollen einem Freund die Kneipe retten, dessen Pacht ausläuft. Auch also eine Prämisse, die man aus nüchterner Sicht eigentlich nicht schlecht finden kann. Also er hat einen 30-Jahres-Vertrag in Burbank, das ist über dem Hügel drüben in Los Angeles, wo natürlich dann zu dem Zeitpunkt, das waren wahrscheinlich die 50er, wenn man zurückrechnet, das muss 80er Jahre sein, ja ungefähr 50er, war natürlich alles billig und in der Zwischenzeit haben sie dann einen Flughafen gebaut, am Hollywood Way, den Burbank so
sogenannte International Airport, wobei ich nicht weiß, wo man International vom Burbank Airport hinfahren. Vielleicht kann man nach Kanada fliegen oder vielleicht nach Mexiko, aber mehr International ist da nicht. Und deswegen wurde da alles teurer und deswegen sollte der Kumpel raus. Das war jetzt also für die beiden ein Affront, dass die Bank das also mit 2,5 Millionen jetzt taxiert hat, die er natürlich nicht hatte. Hätte jeder vernünftige Mensch gesagt, dann gehe ich halt ein bisschen weiter ins Valley, vielleicht nach Riverside oder ein bisschen weiter rein oder da gibt es ja viel, nach Sunland oder so. Da wäre es ja noch billig gewesen. Aber nein, sie haben das also als Affront genommen und haben jetzt entschlossen, dass sie der Bank quasi das Geld selber wegnehmen und dann gibt es da Konfusion, weil es da Drogen sind und so. Und es ist ganz interessant, dass das ein Film war, wo sogar Daniel Baldwin noch gearbeitet hat, der dann völlig verschwunden ist. Und noch pre-Crystal Meth Tom Sizemore, der ein unglaubliches Talent war, aber natürlich dann durch den exzessiven Drogenkonsum völlig aus dem Bild gefallen ist. Der war da der Bösewicht. Die haben das nicht ironisch gemeint, den Film. Es kam dabei raus, dass er erstens beim Publikum ein irrsinniger Flop war, aber ich glaube, sie werden ihr Geld verdient haben, weil die ja viel Product Placement gemacht haben, weil da heißen Leute Jack Daniels, die Frau, auch natürlich mit dem Rambling Man Johnson, beziehungsweise Marlboro, da irgendwie gelegentlich rummacht, die heißt Virginia Slims, so wie die Zigaretten. Ja, also solche Super Gags sind da drin und das sind da totale, also Antitypen, aber sie orientieren sich an großen Welt-Corporations, ja, das ist das Paradoxum dabei. Es ist ein riesiger Stinker, der war auch bei den 91er Stinkern, das ist Stinkers heißt das, das ist sowas wie die Goldene Zitrone oder was, da gibt's ja diverse Preise, war es nominiert, hat aber nicht gewonnen. Da wüsste ich gerne, welcher Film schlechter ist als Harley Davidson and the Marlboro Man. Und mein Herz ist fast stehen geblieben, ich hatte geschätzt bei Rotten Tomatoes, das könnte ein Nuller sein, also dass der wirklich 0% hat. Ich weiß nicht, wer den gut finden soll, hat aber immerhin 21%. Nicht gerade berauschend, aber trotzdem 21%. Und er sieht, wie gesagt, nach 85 aus, ist aber 91 gedreht worden. Ja, und die beiden Rambling Man, die gewinnen also zwar das Geld, aber sie verlieren alle Freunde, weil die alle erschossen werden. Und dann haben sie also relativ viel Geld. Da würde man, wenn man kein Rambling Man ist, vielleicht dann diese Bar, diesen Bar and Grill in Burbank, den würde man dann vielleicht im Sinne ihres Freundes weiterführen. Aber das machen sie nicht. Der eine, der frönt also am Schluss seiner Passion, Rodeo-Reiter zu sein. Und ich bin jetzt freundlich, da war Don Johnson mindestens 38, wahrscheinlich war er schon Mitte 40. Also ein Mit-40er Rodeo-Reiter, was natürlich super realistisch ist. Und Rodeo-Reiten ist ja auch kein bisschen stressig für das Skelett und für den Rücken. Und natürlich muss dann Harley-Davidson, Mickey Rourke, muss dann ja weiterfahren, weil das ist eben das Gesetz der Rambling Man. Auch die Frau Virginia Slims mit Johnson, die kommt überhaupt nicht mehr vor. Frauen stehen da im Grunde nur so als Dekoration rum. Ja, da ist auch die eine aus Wayne's World, Tia Carrera, die steht immer nur rum. Oder die damals noch unbekannte Miss irgendwas war die da, Vanessa Williams vielleicht. Die singt da so ein bisschen, aber findet auch weiter nicht statt. Das ist ein reiner Männerfilm. Das Gute daran ist, es gibt keine Kinder und es sind zwei ganz gute Effekte drin. Der eine ist, dass der dicke Jack Daniels, der kommt an mit seinem Motorrad, legt es hin, das Ding schleift, hat aber vorher noch den Tank aufgemacht und es schleift also in diesen Geldtransporter rein. Der zündet das an und es explodiert. Gut, das dann hatte ich noch nicht gesehen. Und ich dachte, das ist der Film aus, war das True Lies, wo Schwarzenegger vor dem Fenster mit dem Chopper ist und dann hasta la vista oder irgendwas Cooles sagt. Hier wurde das meines Erachtens erfunden. Ich glaube, das ist noch ein bisschen älter. Und da ist also das mit dem Helikopter vor dem Hochhaus und der geht mal ein Stück zur Seite. Bam, 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 bam. Das waren die zwei Effekte. Ach ja, einer noch. Der eine schießt auf den anderen und das ist immer der Running Gag. Der kann nicht schießen und trifft dann seinen Kumpel. Aber der Bösewicht, der ihm die Kanone an den Kopf hält mit gespanntem Hahn, die fliegt in die Luft und der andere fängt die dann auf, was ein super Trick ist, weil eine gespannte Kanone, erstens, dass er nicht abdrückt, das ist schon mal ein Wunder und zweitens, dass die in die Luft fliegt und nicht losgeht und dass er sie dann fangen kann und sie geht auch nicht los. Also das ist ein Film voller Wunder und der Schluss, der sagt schon alles. Harley mit seiner Harley aus dem Rodeo, wo jetzt also Don Johnson wieder seiner Passion des Rodeo-Reiters fröhend rausfährt, was es nur in den 80er Jahren gab. Da steht da eine gut aussehende Frau und er steht also so, wie das halt so die Typen machen, die cool sind, so, was, er gibt immer so ein bisschen Gas und fährt so vor und sagt, wo soll's denn hingehen? Sie sagt,
irgendwo hin. Und er, da bring ich dich hin. Und dann steigt sie auf, schlingt die Beine um ihn. Und die beiden fahren nicht in die Mittagssonne. Was glaubt ihr? Sie fahren natürlich in die Abendsonne. Harley Davidson and the Marlboro Man. Hey. Where are you heading? Nowhere special. Come on, I'll take you there. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Was? Was? Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.